Hallo Bob. Meiner Ansicht nach sind die Terroristen ekelhaft, menschenunwürdig, grausam, schmutzig, unzüchtig und allgemein wird mir vom Gedanken an sie übel. Der schlimmste von allen ist Dante. Die ganze Welt würde von seinem Ende profitieren. Oh ja, ich erinnere mich. Ah, zu früh, okay. Ups, falsche Waffe. Die hier. Erstatte hierüber Bericht. Hier haben wir wahrhaft erschreckende Aufnahmen vom Pier, die den Terroristen zeigen, der uns als Dante bekannt ist. Also, was wissen wir über diesen Dante? Einige Leute haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und die Ermittler haben seine erschreckende Vergangenheit voller Gewalt aufgedeckt. Als er gerade einmal 8 Jahre alt war, tötete er die oberste Schwester des St. Lamia Waisenhauses. Bekannte der Frau beschreiben sie als freundliche alte Dame, die sich mit Freude um Kinder gekümmert hatte. Zwischen 11 und 15 Jahren brach er 8-mal aus Jugendhaftanstalten aus, wobei er häufig brutale und schandhafte Angriffe auf das pflichtbewusste Aufsichtspersonal startete. Das ist so ein cooler Fight. Im Alter von 16 und 17 war er in Banden, handelte mit Drogen und soll mehr als 12 Leute getötet haben. Und noch viel schlimmer, er trieb sich durch die zwielichtigen Bereiche der Stadt und verbreitete schmutzige Geschlechtskrankheiten unter der Bevölkerung. Und sind das nicht die besten, Bob? Bob ist irgendwie... Das ist so ein cooler Fight. Bob ist doch nur neidisch. Vielleicht. Das sind heftige Nachrichten, Bob. Und dann hat er einfach Leute getötet. Einmal sah er mir direkt in die Augen. Es war grässlich. Er hat wahrlich die Augen eines Pädophilen. Das hat total um ihr Leben gebettelt. Aber dann hat er ihr gesagt, dass er sie trotzdem töten würde. Und dann hat er es auch gemacht. Total. Seit dem grauenvollen Anschlag hat sich herausgestellt, dass Dante Teil einer terroristischen Gruppierung ist, die der Orden genannt wird. Ich habe eine Nachricht für diesen Orden.
ganze Welt sucht nach euch. Jede Kamera an jeder Straßenecke, jeder Polizeibeamte im Land, in der ganzen Welt. Wir werden euch finden. Wir werden euch vernichten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte nur Gottes Werk. Ist klar, Bob. Ich unterbreche diese Sendung mit wichtigen Neuigkeiten. Uns wurde gerade berichtet, dass die terroristische Organisation, die für die kürzlichen Anschläge verantwortlich ist, gefunden wurde und im Moment von Sondereinsatzkommandos gestürmt wird. Zwei der Terroristen, die von diesen Bildern bekannt sind, wurden im Versteck entdeckt. Schweine! Ein dritter Terrorist wurde in einem anderen Teil der Stadt in einem zweiten Polizeieinsatz in die Enge getrieben. Meine Damen und Herren, Sie können sich absolut sicher sein. Die Verantwortlichen werden jeden Moment gefasst. Tot oder lebendig. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Fickt euch! Ihr seid umzingelt! Ihr alle! Wir werden euch zerschmettern! Das macht ihr live! Au. Ich bin echt daneben gesprungen, come on. Jetzt will ich vielleicht mal ein paar High-Items einschmeißen. Shut up, Bob. Das ist eklig. Ich drück immer die falsche Kombo. Oh ja. Die Waffe war nice. Okay. Rest in Peep. Rest in Peep. Rest in Peep. Mhm. Mach doch ruhig weiter. Du hast eh schon verloren. Good old Aquila. Hab ich hier was Neues? Oh, ich kann den Style vom Arbiter ändern. Oh, I see. Dafür ist das komische Pack. Braucht niemand. Hey, Rabbi. Laden, let's see. Ich hätte gern für die Aquila die Delayed-Kombo.
Und Tornado. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Let's see. Vielleicht sollte ich mir finally mal ein bisschen mehr Leben kaufen, oder? Okay. Sie sind noch nicht durch. Ich muss sie als Erster erreichen. Oh, come on. Na, komm schon! Kommt her. Ups. Er hat mich zu weit gezogen. Und wer bist du, Schweinehund? Schlechter. Wie hebe ich dich? Gar nicht. Ah, okay, so. I see. Aber nur dein Face, ja? Okay. Verdammt, sie brechen auch vom Limbus aus durch. Oh. Dann sollten wir doch was dagegen tun, hä? Wo seid ihr, Leute? Elf Items? Maybe. Oh wait, ich hab noch jede Menge. Okay. Muss ich hier nicht runterfallen? Oh, das ist der eigentliche Plan, okay. Hey, hörst du? Oh, verdammt. Hey, that's bad. Cat. Wo seid ihr? Oh Gott, ich höre schon wieder Kettensägen. Das ist nicht gut. Es hält sie fern. Gute Arbeit, Cat. Hey, hier drüben Sägenfreak. Ich weiß nicht, ob ich das den Kleinkram killen würde oder den Dicken. Ja, der Dicke scheint jetzt nicht so crazy.
Oh, natürlich triffst du mich da oben, okay. Ah, come on. Ich schwöre, ich dodge. Ah, cool. Oh Gott. Ich bin sofort bei dir. Ich muss zuerst die komische Hexe hier killen. Warum gibt es hier so viele von? Oh Gott, du bist so einer. Hi. Bitch is near. Okay, cool. Ich wollte eigentlich gerade das hier machen, okay? Chef, bist du da? Er hat doch gesagt, Bitch is near. Also ist Kate hier. Ich muss sie als Erster erreichen. Oh Gott. Was? Kann ich nicht? Ups. Oh Gott. Okay. Stop blocking. Go here. Oh boy. Ich liebe das, wenn ich die nicht treffe. Oh, natürlich sind noch mehr. Oh, mit Kettensägen, Heinis. Come on. Stop it. Okay. Jetzt können wir uns um euch kümmern. Nee. Hör auf, Armor zu haben. Geh weg. Uncool. No. Warum seid ihr so nervt? Dankeschön. Cat, bist du da? Gut, ich muss nur um Cat kümmern. Virgil ist uns vollkommen egal, ne? Als ob die das nicht mitgekriegt haben inzwischen. Verdammt! Kann mich irgendjemand hören? Eine Verbesserung, hä?
Oh boy, what is this? Ich muss das den kleinen Schuss killen. Come on! Natürlich dreht er sich da zur Seite. I'm mad. Weil irgendwann kriege ich so mein Leben wieder. Was war das? Oh Gott. Das ist was mit der Samurai-Scheiße. Weswegen grinst du so? Dann los, Schlampe! Wenn du nur so getroffen werden willst, treffen wir dich halt so. Ist mir auch egal. Stop fucking blocking, ich schwör. Really? Juhu, das Vieh fängt an mich zu nerven. Okay. Das war ziemlich nervig. Helfen, dich zu befreien. Denk nach. Save the Goforti. Ja, das könnte einen Weg geben. Ich werde dich führen. It's always the same. It's always the quest for tits. Gott, diese dämlichen Viecher sind echt nervig zu fighten. Ich denke, es gibt dort einen alten Tunnel. Vielleicht können wir dort lang entkommen. Wir brauchen noch eine Sprengladung. Sie brechen durch. Ich habe eine Idee. Ich stecke im Limbus fest. Von hier kann ich sie nicht aufhalten. Ja, kannst du. Ich sprühe, du reißt die Decke runter. Dort, jetzt zieh! Gleich nochmal. Sieh. Geht's dir gut? Ja.
schon. Machst du denn deinen Kreis jetzt hier fertig, dass ich die Wand einreißen kann? Gott, was ist das? Sprühsahne, Alter? Klingt richtig eklig. Weißt du, wohin das führt? Diesen Ort kenne ich wie meine eigene Westentasche. Komm schon. Ich warte auf dich. Idiots. Ja, das geht mir gut. Ach wirklich? Ich glaube, du bist ziemlich scared. Ja klar, weißt du, da sind nur zwei Leute, die hier alle Türen aufgebrummt haben und da ist keine Verstärkung hinter, natürlich. So funktioniert das heutzutage. Wie sind die da hingekommen? Haben die irgendwie... Ich frag gar nicht. Logik ist nicht die Stärke dieses Spiels. Okay. Warum töten sie alle? Wir sind Terroristen. Schon vergessen? Das waren meine Freunde. Mir ist schlecht. Dafür werden sie bezahlen. Aber jetzt müssen wir erstmal Virgil finden. Geh durch. Come on. Mein Gott, du hast doch alle Zeit der Welt, Cat, oder? Damn. Fancy. Dass sie alles unterirdisch gebunkert haben. Look at this shit. Das ist deren Serverraum. Gut abgetastete Schläge können die Klinge sich. Ja, okay. Kann ich dich bitte hitten? Hinten? Okay. Danke, Dante. Cat, du bist am Leben. Gibt es einen Weg hier raus? Ja, einen Notausgang. Ich bring dich dorthin. Dann los. Nein, warte noch. Was? Hier befinden sich Terabytes an geheimen Daten. Die dürfen Sie nicht in die Hände bekommen. Ist das wirklich wichtig? Sie würden alles über unsere Pläne wissen. Wenn Sie an diese Daten kommen, wäre alles, was wir getan haben, umsonst. Cat, die Selbstzerstörung. Du musst sie aktivieren. Sie brechen gleich durch. Die Dämonen brechen durch.
Dafür haben wir keine Zeit. Dann mach Zeit, Dante! Scheiße, Virgil. Cat, sofort! Es wird nicht lang dauern, Cat. Ich helfe dir. Aha. Tust du das? Ihr beiden? Nicht lange. Ein paar Minuten. Das ist nicht gut, dass hier irgendwie schon direkt so, hey, guck mal, Items. Okay. Ich bilde mir das nicht ein, dass die Cutscenes total leise sind im Gegensatz zum Game, oder? Besonders Virgil ist so ein ganz krasser Aufwender, was das angeht. Oh Gott, nur nerviger Shit. Ja, das ist jetzt meine Strategie. Ich gehe nicht an den ran. Fuck das. Greed. Das war absolut Greed. Oh, come on, Billy. Die Szenen sind leiser. Ich kann die halt nicht lauter stellen. Wirklich. Hey, Dante! Vielleicht hilft es. Großartig. Shotgun. Und unendlich Schuss anscheinend. Mein Gott. Oh, fuck, Angels. Oh, wait. Angels ist bestimmt voll anfällig gegen Shotguns. Yep. Nope. Jetzt können wir... Durch die Wand, hä? Cool, Bitch. Stop it.
Kamera ist nicht happy darüber, dass ich hier in der Ecke stehe. Wie gut, dass ich Score verliere, obwohl nicht mal Enemies in der Nähe sind. Noch eine Minute. Automatische Zündungssequenz scharf machen. Oh no. Das sieht nicht gut aus. Sie sind gleich da. Gehen wir, Dante. Warte. Was? Was ist mit Cat? In der echten Welt gibt es keinen Ausweg. Nein, wir können ihr nicht helfen. Gehen wir. Wir können sie nicht zurücklassen. Denk nach, Dante. Wir sind im Limbus und sie ist in der echten Welt. Dieser Ort wird jederzeit hochgehen. Er hat recht. Wir können nichts tun. Gehen wir. Geh vor, ich komme gleich nach. Dante! Nur einen Moment! Okay, hör mir zu. Wir haben nicht viel Zeit. Knie dich hin. Halte die Hände hoch. Versuch nicht, dich zu wehren. Ich habe Angst. Was werden sie mir antun? Du musst so lange durchhalten, wie du nur kannst. Ich komme und werde dich retten. Schon, Dante. Es ist noch nicht vorbei. Ich verstehe nicht, warum die Cutscenes so leise sind. Alles andere ist okay, aber Cutscenes sind leise. Damn, wegen dem einen verwendeten Gegenstand kriege ich so viel Score abgezogen. Gut. Sag seinen Namen. Sag seinen Namen. Virgil? Virgil. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder warum du dumm genug warst, mich anzugreifen. Doch ich weiß, dass du diesem Mädchen etwas bedeutest. Und ich wette, sie ist auch dir wichtig. Und ich weiß, dass du mit dem Nephilim zusammenarbeitest. Ich will den Nephilim. Du willst das Mädchen. Lass uns doch einfach tauschen. Interessant. Interessant? Mondus weiß weniger, als ich dachte. Er kennt meinen Namen, doch das ist alles. Er weiß nicht, dass wir Brüder sind oder ich ein Nephilim. Sie ist stark, hat durchgehalten. Ja, das hat sie gut gemacht.
aber wir können sie nicht retten. Was meinst du? Glaubst du ernsthaft, dass ich dein Leben gegen ihres eintauschen würde? Das sage ich doch abgesehen nicht. Vom Fakt, dass du mein Bruder bist, bist nein, du der Schlüssel zum Sieg. Nein, ich sage nicht, dass wir mich gegen sie eintauschen. Wir sollten einen anderen Tausch anbieten. Cat gegen Mundus Weib Lilith. Warum würde Mundus sich um eine seiner Uhren scheren? Weil er sie geschwängert hat. Was? Woher willst du das wissen? Als ich am Turm war, habe ich einen Dämon namens Phineas getroffen. Er wusste es. Ja, ich kenne den Namen. Das ist ausgezeichnet. Wir haben Zugriff auf Mundus' ungeborenes Kind. Das ist genau, was wir brauchen, um ihn herauszulocken. Nein, wir nutzen es, um Cat zu befreien. Das ist Wahnsinn. Du würdest die Zukunft der Menschheit für ein Mädchen riskieren? Cat ist durch die Hölle gegangen, um uns zu schützen. Wir finden einen Weg, um Mundus zu kriegen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Verstehe. Okay. Wir folgen deinem Plan, Bruder. Was für seltsames Voice Acting. Das ganze Game ist seltsam. Dort ist er. Mundus Hure Lilith führt diesen exklusiven Club für die High Society in der Innenstadt. Da treffen sich Berühmtheiten, reiche Säcker, Banker, solche Leute. Es fließen massenhaft dämonische Substanzen. Sie macht die armseligen Würmer süchtig. Und das Zeug verwandelt sie in seelenlose Sklaven. Hey! Sie wird heute Nacht dort sein. Du kommst nicht rein. Nur geladene Gäste. Jetzt schon. Ein wenig mit dem Spiel.